Liebe Gemeinde, ich wüsste ja zu gerne, welche Stimmlage Jesus selber gehabt hat. Heller Tenor, sonorer Bass oder ein warmer Bariton? Die Kirchenmusiker sind sich da ziemlich einig. Zumindest seit Bach muss es ein sonorer Bass gewesen sein. Aber ob er wirklich den Ton halten konnte oder eher zu den Brummern gehörte, das weiß man nicht so wirklich. Dass er gesungen hat, dass Jesus gesungen hat, das steht außer Zweifel. Denn jüdisches Leben gibt es genauso wenig wie christliches Leben ohne Singen. Und deshalb vermissen wir das ja gerade auch so schmerzlich, dass wir hier in der Kirche nicht laut miteinander singen können. Was hat Jesus gesungen? Die Psalmen, auf jeden Fall. Die kannte er wahrscheinlich auswendig, wie manche von Ihnen auch. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oder wie lieb sind mir deine Wohnungen. Oder aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir eine Macht zubereitet. Oder vielleicht auch Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserem Gott im Heiligtum. Jesus hat eingestimmt in die Gesänge Israels. Und er hat im Singen das Herz für Gott geöffnet und so doppelt gebetet, wie jeder, der singt. Ob er dabei musikalisch immer den Ton getroffen hat, wer weiß. Was wir wissen, ist, dass er die alten Lieder auch neu gesungen hat. Da erklingen neue Töne bei ihm, wie die Worte, die heute Predigttext sind. Das ist nämlich ein Lied, das uns überliefert ist. Leider gibt es auch davon natürlich keinen Mitschnitt. So bleiben wir bei dem, was uns aufgeschrieben ist, bei Matthäus 11. Ich lese die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es sind drei Strophen, die Jesus hier in diesem Lied anstimmt. Und in dem ersten Vers erklingen jubelnde Töne in hellem Dur. Jesus singt das Lob Gottes. Er singt nicht das Lied der Mächtigen, sondern er preist die Weisheit Gottes. Und der tut Dinge, über die sich die Weisen und Klugen nur wundern können, wenn sie sich nicht sogar ärgern. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Da werden Machtverhältnisse umgekehrt. Wir hören, bei Gott sind die wichtig, die sonst nichts zählen. Und Gott gegenüber haben die Studierten keinen Wissensvorsprung. Es kann sein, dass ich täglich drei Tageszeitungen lese, per Live-Ticker immer up-to-date bin, mir die schlauesten Podcasts sowie gerade aus dem Netz ziehe, vielleicht die besten Bücher und die hochintelligentesten Blogs lese, die Bibel vorwärts und rückwärts kenne. Das ist alles sicher nicht unnütz für das Leben. Aber eine Erkenntnisgarantie gegenüber Gott gibt das alles nicht. Wir sind und wir bleiben darauf angewiesen, dass Gott selber die Augen öffnet und vor allen Dingen das Herz. Gott hat es ihnen offenbart, den Unmündigen. Wörtlich steht da den Kleinkindern oder den einfachen Menschen, den Unwissenden. Wir dürfen uns nicht zu sicher sein in unserem vermeintlichen Wissen über Gott. Ich höre die Botschaft, um dem Höchsten näher zu kommen,
dürfen wir hinhören und fragen mit den Kindern, mit den Kleinen, mit den Schlichten. Und wir werden ihn bei ihnen und mit ihnen entdecken. Mit hellen Dur-Akkorden endet die erste Strophe und die zweite Strophe erklingt. Ruhige, tiefe und eindringliche Töne. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Da muss man schon ein bisschen genauer hinhören. Vater und Sohn, offensichtlich ein ganz inniges Verhältnis, die gehören ganz eng zusammen. Und da werden die hineingenommen, denen der Sohn es ermöglicht. Der unzugängliche, der ferne Gott wird so ganz nah, kommt uns nah in seinem Sohn, wird sichtbar, spürbar und teilt unser Leben. Musikalisch vielleicht etwas so wie eine Bridge, eine Brücke, gleichzeitig Grundlage und Übergang zur dritten Strophe. Und das ist meine Lieblingsstrophe in diesem Lied. Wieder ändert sich die Tonart. Mit melodischem, sanften Moll fängt es an. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aus dem wärmenden Moll am Anfang ist am Ende ein helles, lebendiges Dur geworden. Und das lasse ich mir gerne zusingen. Denn es kommt ja von einem, dem ich das abnehme, dass das stimmt und dass er das kann. Erquicken und neu beleben, vitalisieren, energetisieren und gleichzeitig Ruhe schenken. Jesus lädt mich ein. Jesus lädt sie ein. Jesus lädt alle ein. Er will uns verändern und erfrischen. Und ich kann mich in seine Arme flüchten. Wir können uns in seine Arme flüchten. Wir dürfen auftanken, damit auch wir unsere Herzen offen halten können. Damit wir nicht verbittern müssen, auch wenn wir manchmal allen Grund dazu haben. Weil das Leben drückt. Weil nichts so ist, wie es sein sollte. Weil wir müde sind und kaputt, perspektivlos oder resigniert. Oder vielleicht auch, weil wir alte Geschichten mit uns rumschleppen, wie eine Last. Mühselig und beladen, zumindest phasenweise, kennt das wohl jeder Mensch. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Er schaut nicht weg, wenn das Leben schwierig wird. Davon erzählt die Bibel unzählige Geschichten, wie Jesus hingeht zu Kranken, zu Verzweifelten, zu Ausgegrenzten und am Ende selbst seinen Weg durch Leiden und Sterben geht. Jesus ist das nicht fremd, was mühselig und beladen heißt. Und Sie kennen das ja. Nicht jeden wollen wir an uns heranlassen, wenn das Leben schwer auf uns lastet. Ob wir uns ihm wohl öffnen können, wenn er uns einlädt? Und wir dürfen von ihm lernen. Sanftmut, Demut, das Ende von oben und unten. Ich brauche keine Gewalt, mein Herz ist nicht auf Herrschaft aus. So kann man dieses alte Wort demütig auch übertragen. Ich sehe auf niemanden herab. In den letzten Wochen hat ja eine fast vergessene Geste der Demut weltweit wieder viele Nachahmer. Sie haben sie gesehen. Sie knien nieder. Das eine Bein ist angewinkelt, mit dem anderen knien sie am Boden und lassen ihre Körper sprechen und nehmen eine Haltung ein, aus der man auf niemanden herabsehen kann.
Auf diese Weise protestieren sie gegen Brutalität und Polizeigewalt. Black Lives Matter. Drei Worte für die Empörung darüber, was unzählige Menschen so erleben. Menschen nicht weißer Hautfarbe durch Rassismus und Diskriminierung. Sie knien entschlossen und kraftvoll auf dem Asphalt und senken den Kopf. Wer das aushält, in solchen Situationen gewaltlos zu bleiben, der braucht eine gehörige Portion sanften Mutes. Doch solche Zeichen wirken. Polizisten, manche in voller Montur und schwer bewaffnet, übernehmen diese Haltung. Sie folgen dem Beispiel der Demonstrierenden und knien ebenfalls nieder. Da öffnet sich der Raum der Liebe und der Barmherzigkeit, der Versöhnung und des Friedens. Diese Haltung, sein Joch, das verspricht Jesus, ist leichter. Nicht zu kämpfen, als Tag aus, Tag ein im Kampfmodus durchs Leben zu laufen. Es ist einfach, jeder Mann und jeder Frau zu vergeben, als alte Schuld festzuhalten und immer wieder überlegen zu müssen, wer welche Schuld mir gegenüber noch hat. Wohlgemerkt, das ist eine Einladung. Nicht so musst du handeln, sondern so darfst du. Eine Einladung, die das Leben leichter macht. Loslassen, Besitze und Zorn und Schuldscheine, Machtansprüche sein lassen, Gewalt sein lassen, ausruhen. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Obwohl ihm das Kreuz schwer wurde und der bittere Kelch nicht an ihm vorbeiging. Doch alle Erdenschwere und alles Leid sind abgefallen, als Gottes neue Wirklichkeit am Ostermorgen dann aufleuchtet. Wenn ich dieser dritten Strophe von Jesus zuhöre, dann spüre ich, hier geht es nicht nur um mein privates Ruhefinden. Es geht um alle. Es geht um die Welt, die Ruhe finden soll. Jesus schlägt hier neue Töne an, die sagen, die Realitäten der Welt sind nicht endgültig, nicht Gott gewollt, sondern veränderbar. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass gerade die Menschen das hören und ihn verstehen, die mundtot gemacht werden, die entrechtet sind zu allen Zeiten. Gerade die Geschundenen dürfen ausruhen am Herzen Gottes, weil sie bei ihm zu ihrem Recht kommen. Jesus singt vor und für Menschen, die sich nach seinem Reich sehnen. Jesus preist den Vater. Er verspricht Gerechtigkeit, die die herrschenden Verhältnisse neu ordnet. Jesus singt diese neue Welt ins Herz. Kommt doch her zu mir, wenn euch Sorgen und Lasten bedrücken. Legt sie alle auf mich. Kommt doch her zu mir, wenn ihr müde und matt in den Staub sinkt, denn ich richte euch auf. Kommt doch her zu mir, wenn ihr keinen Ausweg mehr findet, ich allein bin der Weg. Kommt doch her zu mir, wenn die Nacht um euch nicht mehr endet, denn ich bringe euch Licht. Mit diesen Tönen, mit diesem Klang beginnt die neue Woche. Und das soll und das darf weiterklingen im Herzen. Und das darf dann auch in die Hände und die Füße gehen. Und es darf gerne ein Ohrwurm werden. Egal in welcher Tonlage, egal in welcher Stimmlage. Amen.